Deshalb sage ich jetzt etwas sehr Gewagtes, aber ich... Dieser Rakete finde ich nicht von dem gesicherten Geschützanlage durch einen Schwindler. Because what can we do? I mean, we defend our lives, and not only that, but we defend our citizens, we defend our soldiers, and you know, we have had now 10 Israelis dead in this operation, war, you call it however you want, and much less than our enemy had. And people are blaming us for that. So we won't apologize for defending our... Am Tage drauf wurde dieses kleine Land Israel offensichtlich ist auch eine Begründung dafür... We won't apologize for defending our citizens and our soldiers and defending our lives. We won't. But I will tell you something. I mean, I'll tell you what is disproportional in these days and always. What's disproportional is the way we defend and cherish life and the way they cherish death and bloodshed. Dass sie sich gegenüber der Fatah Macht zu verlieren. Die Mehrheit der arabischen Nachbarn begannen einen Friedensvertrag mit Israel auszuhandeln. Nichts anderes als Antisemitismus, was man da sieht in diesen Demonstrationen. Und da ist also keine Toleranz mehr, sondern es gibt nur Sieger oder Verlierer. Und dass man auch in diesem Land miteinander leben kann, das haben wir 1998 erlebt, in Zeiten, die relativ friedlich waren. Und das muss möglich sein, dass beide Seiten in einem Land auch zusammenleben können. Deutschland hat mehr als 6. Ich bin schockiert, dass es möglich ist, in Deutschland durch die Straßen zu ziehen und zur Vernichtung Israels aufzurufen. Das finde ich so traurig mit unserer Geschichte. Die Frau Bundeskanzlerin hat gesagt, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Und ich denke, da sollten wir auch zu stehen und nicht nur von reden, sondern aktiv werden. Und wir hören und sehen leider. Was mit Juden anfängt, hört selten mit Juden auf. Also ich bin trans und ja, Verfolgung von Juden, Antisemitismus, Transphobie, solche Sachen gehen Hand in Hand. Die Bilder sind extrem schockierend. Also es erinnert an 1938, anders kann man das nicht sagen. Es stehen, leider können wir es nur durch unsere Solidarität.